Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen Bemalvideo mit den Kontrastfarben. Und da ist er, mein Gast. Ja, wieder da. Wieder da, der König. Der König beim König. Der König beim Kaiser. Oh. Siehst du? Ja, letzter Teil. Wir sind immer noch dran an der Palisade, an dem Squick und an den Drukhari-Sachen hier. Und jetzt haben wir ja wieder eine volle halbe Stunde zur Verfügung. Und dann können wir doch mal ein neues Thema anfangen. Gerne. Du hast ja eben das gesagt, zweiter Teil, fangen wir ein neues Thema an. Du wolltest gerne das auf dem AOS-Turnier. Genau, also ich möchte ja auch mal ein AOS-Turnier mitspielen. Und ich habe dir ja auch schon gesagt, dass ich plane natürlich jetzt die Bäumchen hauptsächlich erstmal zu spielen. Aber mich nervt es tierisch, dieses ganze Krimskrams, was mit dem Battletom da passiert ist, dass der mal geleakt worden ist, dann ist er danach auf einmal kurz auf iTunes erschienen. Das stimmt. Und entsprechend, also wir haben jetzt den, keine Ahnung, wir drehen jetzt, wir haben jetzt immer noch den 14., ne? Ja. Und das Turnier ist nächsten Monat. Und ja, der Battletom ist nicht draußen und ich kann halt nicht mal üben, ne? Das ist halt echt ärgerlich. Ja, hoffentlich kommt er auch noch. Ich glaube irgendwie gerade nicht dran, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, oder? Ich weiß es nicht. Es verzögert sich auf jeden Fall. Vor allen Dingen finde ich es kurios bestimmt. Die Punkte sind bestimmt schon aus dem aktuellen. Also nächste Woche kommt ja das General Handbook, ist ja ab morgen bestellbar. Und da wird sich sowieso ja nochmal einiges ändern. Aber da werden schon bestimmt die neuen Punkte, die eigentlich schon längst veröffentlicht sollte, im Battletom drin sein. Schätze ich mal. Von den Bäumchen aber nicht. Doch, glaube ich schon. Die Bäumchen sind noch gar nicht Teil des General Handbooks. Warum weißt du denn das? Weil die nicht dabei standen. Ich habe meine Liste gesehen. Seraphon standen allerdings dabei. Ja, da geht es ja um die Fähigkeiten. Ach so. Ich meine jetzt von Punkten her. Ich ja glaube, dass das Buch einfach schon längst draußen sein sollte. Und... Meinst du, da gab es jetzt einfach irgendwie, also ja, das sollte ich schon draußen... Richtigerweise habe ich gehört, dass die Produktionsprobleme haben. Was für Produktionsprobleme haben die denn? Weiß ich also nicht. Vielleicht haben die einen Ausfall, vielleicht haben die Probleme mit dem Bücherdrucken oder irgendwie sowas. Ich finde es halt etwas komisch. Mein Pinsel. Jetzt geht's los. L-Shade. Ich finde es halt einfach ein bisschen komisch. Also vor allem, es gibt ja schon... Battletome Reviews im Internet. Ja, richtig. Also, ey. Hier, der Pinsel ist zu groß für diesen Humpen hier. Also ich finde das total nervig. Und da, also auf jeden Fall ist es halt, was so dieses Armeeprojekt angeht, nervt es mich tierisch, weil ich die echt gern spielen würde. Und ich würde da auch gerne an dem Turnier teilnehmen mit den Bäumchen. Aber ja, so macht das halt irgendwie keinen Sinn, ne? Kurze ersten Erfahrung zum Kontrastfarben. Legt euch auf jeden Fall irgendwas drunter, weil das spritzt schon ganz schön. Also ich sehe jetzt hier schon das Zebra, das ist schon ziemlich mit Punkten voll. Ich weiß ja nicht, wie ihr das macht. Ich klatsche das halt jetzt einfach mal drauf und gucke, ob das wirklich so geil aussieht, wie ich mir das vorstelle. Und das ist jetzt wirklich wie so ein Shape. Ne? Ich habe jetzt was gemacht, Manu. Du hast jetzt was ganz Neues raus. Du hast jetzt Verbindung da reingemacht. Ne? Ich habe jetzt Kontrastmedium in mein Basilikanum Grey reingeklatscht, weil je größer das Modell wird, desto fleckiger wird das Ganze. Gut, das hat überhaupt nichts gebracht. Ich klatsche das jetzt hier einfach drauf, ey. Das ist mir jetzt. So. Was denn? Ich guck mir erst mal an, was du machst. Ich muss ja... Alter Falter. Ist fleckig, ne? Oder? Ja. Hast du auch schön geschüttelt? Ja. Vielleicht musst du... So hart wie es klingt, ne? Aber vielleicht... Gefällt dir einfach nicht. Vielleicht passt die Farbe einfach nicht. Oder vielleicht gefällt sie dir auch nicht. Weißt du, was ich meine? Also es muss ja, ich glaube nicht, dass jeden, das ist ja diese Erfahrung, die man machen muss. Ich glaube nicht, dass jeder jede Kontrastfarbe mag. Also, weißt du, was ich meine? Gefällt dir das?
Schon sehr. Also so wie es jetzt gerade ist, nein. Wenn du ehrlich sein willst. Ich glaube, du musst noch eine Schicht drauf machen oder trockenbürsten. Dunkel. Du wolltest das dunkel haben, oder nicht? Ja, ich wollte alles Mögliche machen bei dem Kram. Ich habe mir echt viel versprochen davon. Ich bin echt enttäuscht gerade. Echt jetzt? Ich ziehe das jetzt durch. Echt jetzt? Ja, ich ziehe das jetzt durch. Na guck mal, das deckt ja anders wie das. Ich finde, das sieht... Guck mal, wie das aussieht. Warum ist das so? Weiß ich nicht. Ich ziehe das jetzt durch. Die Drukhari werden jetzt so. Das ist mir jetzt egal. Also Warp Lightning kann ich empfehlen. Dark Angel Screen kann ich empfehlen. Mhm. Gefallen mir richtig gut beide. Basilicanum Grey kann ich nicht empfehlen. Vielleicht aber muss man ja auch eine zweite Schicht. Vielleicht kriegen wir das ja wirklich noch hin. Ich habe da ja schon zwei drauf. Hier. Oh. Hier. Sag mal her. Also das mit dem Blau gefällt mir. Hier. Die das Scheibe. Passt, das passt gut zusammen, finde ich. Ja, aber das ist halt nur die Scheibe. Die anderen haben das ja nicht. Also es kann ja sein, dass es geiler wirkt, wenn ich dann Probier mal einen anderen Pinsel. Ja, jetzt gerade nicht, aber... Meinst du? Das ist mir zu fleckig. Also, oder? Absolut. Absolut. Ich glaube, das Gelb ist genauso. Meinst du? Ja. Aber ich glaube auch, diese ganzen Purple-Töne und so, die sind auch so. Also, ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Ja, ich ziehe das jetzt durch. Das wird jetzt hier so gemacht. Einmal hier drüber geschmunzelt. Ist jetzt wie es ist. Ist wie es ist. Patent hast du es nicht. Doch, ich hab das da reingekippt. Es sieht halt total schlimm aus. Gut, okay, ja. Vielleicht. Mit was für einer Grundierung hast du noch? Grace hier? Ja. Ich mache jetzt das erste Mal Raveborn. Ich bin gespannt. Oh, oh, oh. Da bin ich. Also, das hat uns ja von der Grundierung her überhaupt nicht gefallen, ne? So. Richtig. Der Topf ist bald leer, wenn ich hier fertig bin. Ja, gucken wir mal. Gut, ich werde ja sowieso hier noch zum Teil ein bisschen Silber machen müssen. Ja, ich ziehe das jetzt einfach durch hier. Und? Ui. Ich glaube. Das heißt, es geht halt. Also, es ist auf jeden Fall dieses Blake, das ist wirklich, wie es der Name ist: Blake Beer Flash. Für Dämonen. Also, für Dämonetten finde ich. Also, für diese Dämonen finde ich das schon geil. Ich finde das nicht schlecht, sag ich dir ganz ehrlich. Mach ich was anders wie du? Ich glaube, das liegt an dem Grau. Ich glaube, das liegt an dem Grau. Tatsächlich. Das ist das Problem gerade hier. Ja, nochmal kurz zum Turnier AOS, dass ja. Wir da kurz mal zurückkommen. Das mit dem, ist natürlich sehr ärgerlich mit dem Battletom. Wir hoffen einfach, dass es noch für dich vorher kommt, damit wir das noch ein bisschen üben können, einspielen können. Und eben. Das ist es halt. Also ich klar, könnte ich alternativ sagen, ich spiele jetzt Seraphon wieder. Nee, das würde ich nicht machen. Aber da passt die Liste nicht. Da müsste ich jetzt noch ein paar Modelle wieder aus dem Keller holen und zusammenbauen und so. Und außerdem, ja, habe ich jetzt nicht so unbedingt Bock drauf. Ne? Ich habe jetzt schon Lust auf die Sylvaneth, auf die neuen. Also ich mag auch einfach diese Spielweise. Ich finde das einfach cool und ich würde halt echt gerne mal am Turnier da teilnehmen, um da einfach mal wirklich zu gucken, wie läuft sowas ab. Und man lernt halt auch einfach, glaube ich, auf dem Turnier einfach am besten. Ne? Also den Fehler, den du da machst, das rächt sich ja sofort da alles. Ne? Mhm. Und da lernst du es halt. Und sowas finde ich halt auch einfach cool. Auch wenn es natürlich anstrengend ist. Nochmal kurz zur Bemalung. Gehst du überall drüber oder malst du über das komplette Modell? Das sollte man, glaube ich, nicht malen, ne? Nee, ich versuche möglichst nur die Punkte zu treffen, die du auch haben möchtest. Ne? Genau, aber bei dem hier mache ich jetzt zum Teil einfach überall, weil ich dann einfach das Silber dann auch einfach nochmal drüber male und so.
Also hier wird sich nicht vermeiden lassen, dass ich da mal irgendwo drankomme, weil wer mich jetzt hier schon mal ein bisschen beobachtet hat, der sieht, dass ich ziemlich grob hier drüber gehe gerade. Aber hier zum Beispiel bei den Infanteristen habe ich jetzt schon versucht, die Waffen freizulassen und so den ganzen Krempel. Ja. Das ist tatsächlich so. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich da reinkommen soll. Da hinten. Einfach rumstochern, ne? Das ist aber ein bisschen doof. Die habe ich von Marius abgekauft, hier die Modelle. Zum Teil. Schon zusammengebaut. Und abgebrochen zum Teil. Danke. Echt jetzt? Ja, bei dem hier nicht, beim anderen. Oh wei. Ach, aber alles gut. Ja, und auf jeden Fall gucken wir mal, wo die Reise da jetzt hingeht mit dem AOS-Turnier für mich. Vielleicht mache ich auch ganz normal einfach wieder Kameramann und ja, gut ist. Ja. Ich fände es trotzdem cool. Ich würde einfach gerne mal spielen. So ein Turnier allgemein kann man ja schon sagen, es sind ja wirklich, ich glaube, jetzt hat der 40. überwiesen. Also es ist, wir haben jetzt nochmal hochgestockt auf 46. Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Also ganz großen Respekt, das wird ein Knaller. Ja, das wird echt cooles Turnier. Es sind ja auch dann echt viele Leute dabei, die man noch nicht so kannte, ne? Richtig, das finde ich auch immer sehr gut, neue Leute zu sehen, neue Leute kennenzulernen. Ja, also ich meine, du bist natürlich jetzt relativ viel unterwegs so auf Turnieren oder warst immer viel unterwegs. Ist ja momentan ein bisschen ruhig, ne, eigentlich? Obwohl, bald ja, geht's hier wieder los. Zwei Turniere habe ich verpasst wegen Krankheit und ja. Jetzt geht Deutsche Meisterschaft ist ja jetzt bald dann in Gelsenkirchen. Ja, erzähl mal was darüber. Wie ist das jetzt so eine offizielle deutsche Nein. Meisterschaft oder ist das von denen halt einfach nur, die sagen jetzt? So wie ich es gehört habe, ist das von denen ernannt. Sie dürfen es aber so ernennen, weil GW das, glaube ich, in Ordnung fand. Oder also hat das zugestimmt. Können sie ruhig nennen. Ich glaube, bei der Namensentscheidung haben die, ist denen das wurscht. Okay. Ich finde es zwar nicht so gut, habe ich denen auch schon persönlich gesagt. Ist ein Zweitagesturnier. Okay. Hatte ich auch noch nicht, bin ich mir wirklich gespannt mit Übernachtung und so, ob ich das nochmal mache, weil da geht wirklich das ganze Wochenende drauf. Ja. Und fünf Spiele habe ich schon mal bei der Warhammer World gemacht, das finde ich ganz cool. Drei Spiele, gehst nach Hause, hast dann nochmal zwei Spiele nächsten Tag, finde ich ganz cool. Also da. Wie weit ist der Weg darüber, wo ist das? Gelsenkirchen, in Schalke. Ja gut, das geht ja sogar mit zwei Stunden dann, ne? Ja, das geht. Also wenn du jetzt irgendwo, was weiß ich, sonst wo wärst und musst dann noch zurückfahren, glaube ich, das stelle ich mir ein bisschen Ja, zum Beispiel, vor. Wenn wir ja im August nach Berlin fahren, das wird natürlich anstrengend. Das ist ein Eintagesturnier. Mhm. Das ist natürlich heftig. Das sind 4 Stunden von hier, ne? Und ja, Berlin ist nicht mal eben so gefahren, das stimmt. Nee. Das ist absolut richtig. Ja, 40k-Turnier ist ja auch, wird ja auch immer voller, ne? Finde ich ja richtig cool. Wir haben jetzt. War am Anfang so ein Stocken, schleppend und jetzt geht es eigentlich ganz gut voran. Also. Wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel Voranmeldungen wir jetzt haben. 30? 29 oder 30 jetzt, ja? Ich glaube, du hast recht. 30. Also cool. Da auf jeden Fall nochmal ein Riesendank an die guten Jungs von Tabletop OWL hieß es, glaube ich. Also an unsere Gäste. Die haben da auch nochmal kräftig die Werbetrommel gerührt für das Turnier und sind jetzt, glaube ich, mit 6 Leuten selbst da am Start oder so. Echt jetzt? Total geil. Also die kommen vor allem auch. Und ja, cool. Also echt cool. Und auch so, beim letzten 40k-Turnier waren ja einige Leute da, die dann noch so ein bisschen Werbung gemacht haben. Also ein Riesendank geht auf jeden Fall auch raus an die Jungs von Ars Bellica, die einen Blogbeitrag auf ihrer Seite bei uns für uns gepostet haben, mit Link zu unserem Turnierreport auf YouTube hier. Finde ich total geil. Ja. Dann natürlich auch noch ein Riesendank an generell alle Leute, die da waren und vor allem auch an den guten Benny von Target Priority. Der hat auch, also da könnt ihr bei Facebook, Spotify, glaube ich, überall gucken. Der hat einen Podcast mit so einem Kollegen da zusammen oder zwei sind es auf jeden Fall. Echt cool. Die haben mittlerweile auch so ein bisschen was am Sound gemacht. Das heißt, die Qualität von dem Podcast ist jetzt auch, also es hört sich jetzt, es ist nicht nur inhaltlich geil, sondern es hört sich jetzt auch wirklich gut an.
Und die reden halt so ein bisschen über diese ganze kompetitive Turnierszene. Ich, ne? Ich habe mir den vorletzten, den neuen, der jetzt erst einen Tag online ist, den habe ich mir noch nicht, den vorletzten habe ich mir auch angehört, kommt jetzt 2 Stunden. Ja, dann hört ihr mal den neuen an, weil da werden wir ausführlich erwähnt. Cool. Also ich habe den letzten vom Baltic Cup, das fand ich, ich habe eigentlich mit Baltic Cup nicht so viel am Hut, aber das fand ich trotzdem sehr interessant und habe auch, es ist halt schön auch mal einen Turniersieger zu hören, wie er da rangeht, was er macht, was seine Methoden sind. Michael war es, ne? Ja, aus Landshut, glaube ich. Genau, ja. Also, fand ich sehr interessant. Ja. Muss ich wirklich sagen, habe ich mir komplett 2 Stunden bei Bemalen angehört. Super. Ja, und der Benny und also die beiden, die da jetzt die letzte Folge gemacht haben, wo sie auch über uns gesprochen haben, er hat ja eigentlich auf dem Turnier oder auch so, er hat das Ende dieser Neid-Meta angedeutet ja auch schon. Das haben ja auch schon viele gemacht. Also wir haben ja auch schon mal drüber geredet und ich finde das auch echt cool. Und ich, also ich, wie gesagt, ich kann es mir nochmal sagen, ich spiele zwar gerne Knights, aber nicht auf dem, ich möchte die auch nicht auf dem Turnier so haben oder so. Also ich finde das für so ein Fun-Game immer mal ganz witzig. Aber ich freue mich da richtig drauf, dass es auch wirklich jetzt dazu kommt, dass die Knights definitiv langsam das Zeitliche gesegnet haben, so in manchen Richtungen. Klar, wenn man den Michael sieht, wie der den Baltic Cup gewonnen hat, der hat natürlich wieder was dabei gehabt. Aber wenn du auf unser Turnier guckst, dann siehst du mal Michael Gemecke und auch den Benny von Target Priority mit seinen Jeans-Dealer-Kals, mit was für Listen die da angetreten sind. Und ja, die haben halt sich auch gut behaupten können gegen die fetten Knights. Ne? Und das fand ich halt geil. Und ich finde halt auch so diesen Spielstil mit den Jeans-Dealern und halt auch, wie der Michael das gemacht hat mit den Blood Angels, Smash Captains und so, finde ich viel geiler. Also... Ah, ja. Aber man muss es auch spielen können, ne? Das bringt klar. Ja nichts. Das ist ja, das ist mein. Mir läuft ständig Suppe auf dem Finger drauf. Aber es sieht cool aus. Findest du? Ja. Bull. Ja, mal gucken. Es ist halt die Frage, wie viel macht man drauf? Knallt man das richtig drauf? Lascht man das richtig? Ja. Das ist so ein Zwiespalt, ne? Ich weiß es auch gerade noch nicht. Das sieht auf jeden Fall hier nicht gut aus, was ich hier mache. Vielleicht sieht es ja ganz cool aus, auch wenn es getrocknet ist. Mal gucken. So fleckig, vielleicht hat es ja doch was. Ich muss mir gerade diese Segel hier außenrum machen, das nervt ein bisschen. Ja. Ja, auf jeden Fall, 40K-Turnier freue ich mich auch drauf. Und dann ist natürlich nach dem AOS-Turnier, wo ich gerne mitspielen würde, ist das natürlich der nächste Fokus, dass wir dann auch mal bald ein bisschen auf Turniere fahren. Genau, ihr fahrt ja nach Gelsenkirchen. Ne? Ja. Cool. Ja, wir haben einen Fehler gemacht mit der Anmeldung. Wieso? Wenn ich mit Trukari angemeldet habe. Du musst nicht das, was du dich anmeldest, nehmen. Okay. Also ja. Ist bei AOS so. Ja, dann bei der Armeeliste, da muss es dann stimmen. Ja gut, dann mache ich das wahrscheinlich nicht. Weil irgendwie, ich habe noch Trukari noch nie gespielt. Sehr gut. Das ist immer gut, wenn man aufs Turnier fahren will, wenn man ja, ich denke, ich unvorbereitet werde, ist. Ich denke, ich werde auch umswitchen. Aber 12,50 ist halt so eine Sache, ne? Da darfst du nur, ist halt auch echt begrenzt. Aber gut, egal. Ich freue mich drauf. Und dann, was auch cool ist, finde ich, nächstes Jahr fahren wir alle zusammen nach Belgien, ne? Ja. Hammer im Bolter. Geil. Ist das Turnier in Belgien? Ich bin mit dem Bolter da. Und ich bin mit dem Hammer. Ja. Die spielen AOS und 40K. Also wir brauchen schon 2 Autos. Darüber, also 2 Vitos sogar, um darüber ja, zu fahren. Ja, wir sind 10 Leute, ne? Ja. Zurzeit. Ich habe zwar noch nicht überwiesen, aber ich glaube, es sind noch genug Plätze frei, ne? Ich habe sofort überwiesen. Oh, pass mal auf hier, guck mal, beim ersten Pinselstrich sehe ich schon, das wird fleckig. Ja, das kann sein. Aber das macht doch da auch nicht so viel durch diese vielen Vertiefungen. Also mehr drauf klatschen. Ich weiß nicht, Mann. Also Leute, hier, das ist die Barke jetzt hier. Nicht so geil, ne? Sieht irgendwie auch nicht aus. Ich glaube, ich muss jetzt noch mal ein bisschen hier Feinarbeit machen. So ein paar Ecken und Kanten sind jetzt hier noch nicht fertig. Da muss ich noch mal drüber gehen. Das sieht scheiße aus, Mann. Also ich sage dir ganz ehrlich, mir gefällt es auch nicht. Man muss ja auch ehrlich sein, ne? Klar. Für mich sieht das halt nicht aus, dass das beckend ist. Ja, das außerdem, stimmt, das außerdem. Und wie viele Schicht hast du jetzt schon drüber? Hier habe ich jetzt eine drüber, aber ich gehe halt auch zum Teil hier wirklich doppelt direkt drüber. Ja, vielleicht musst du auch einmal trocknen lassen.
Ah, das ist der Fehler. Du darfst pass auf, du darfst nicht drüber mal mit dem Pinsel drüber gehen, wo du schon drüber gemalt hast. Das ist ganz wichtig. Jo, aber okay, aber das habe ich hier definitiv nicht und hier ist es fleckig. Und hier bleibt es ja leider nicht aus. Ich probiere es jetzt hier hinten mal genauso. An diesem kleinen Teil hier hinten an dem Ruder. Ich glaube auch nicht, dass alle Farben gut sind. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass nicht alle Farben richtig gut sind. Ja, gebe ich dir recht. Das Gefühl habe ich auch. Das Gefühl habe ich auch. Weil das sehe ich jetzt hier an dem Lila. Ich male gerade mit Margos Purple. Das deckt überhaupt nicht. Also da sind nur die Pfützen innen. Der Rest. Guck mal hier. Der Rest bleibt eigentlich dieses Weiß. Man muss aber auch sagen, dass ich gerade Korax weit drüber male. Ich weiß nicht, ob das. So gedacht ist. Ne? Ja. Hier, guck mal, das ist jetzt ohne, dass ich zweimal da drüber gegangen bin. Trocknen lassen. Soll ich mal? Auf jeden Fall nicht Hier, mehr drüber gehen. Leute, hinten an Trocknen dem. lassen, dann wird das zweite Mal nämlich. An dem Ruder hier oben, an dem Ding hier, da bin ich jetzt nur einmal drüber gegangen, ansonsten sieht es aus wie ein Unfall. Ich lasse das jetzt mal trocknen. Auf jeden Fall trocknen lassen. Gut, ich lasse es jetzt trocknen. Dann mache ich jetzt noch den zweiten Cabellite Warrior hier und dann habe ich meine Tokari bemalt. Fertig, geht's ab. Ja, im Spiel. Den machen wir jetzt noch. Ich finde die Modelle ja irgendwie ganz witzig hier. Irgendwie finde ich sie ganz witzig. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt hier gemacht habe, das Kontrastzeug drauf geklatscht habe, dass die werden dann erstmal wieder in den Kisten verschwinden. Und dann ist gut. Ich glaube, dann passiert erstmal nichts mehr mit den Teilen. Ein Trokari? Ja. Wieso? Ja, ich habe ja meine Turnierliste 40K, die ich noch fertig machen muss. Was würdest du da spielen? Soll ich das jetzt verraten? Nee, das war eine doofe Frage von mir. Also es sind auf jeden Fall eine Menge Modelle. Was spielst du in der Liga? Die neue Ja. Liga startet ja am 1. Juli. 17,50 oder Ja, 12,50? nee, machen wir 17:50. Da spiele ich meine neue Turnierliste. Okay, wieder. Aber ein bisschen abgewandelt. Also Na, dann fragen wir das andere. 12:50. Tukari. Cool. Dann sind wir bei dem Thema. Das ist wie ein Teufelskreis. Aber gut abgewandelt. Also ich spiele Astra Militarum Brigade. Was ist Brigade? Das ist mehrere HQs. Sechs Standardauswahlen musst du da mindestens mitnehmen. Das heißt, ich habe 60 Infanteristen mit. Also auf Masse. Ja. Viel Command Points. 12 Stück Und dazu. beim Panzer rein raus. Vielleicht komplett ohne Panzer. Also höchstwahrscheinlich. Also maximal zwei Was Stück. ist dann noch die Stärke des Astra Militarum? Command Points kriegen und vor allem viel Fleisch auf dem Feld, also viel Screening. Aber ich dachte immer, die machen die Panzer aus. Ja, aber also die werden ja auch einfach oft dazu genutzt, um Command Points zu generieren, weil du halt, du kriegst eine Brigade, ist halt echt sehr kostenintensiv. Meine Brigade kostet, glaube ich, 933 Punkte und ich kriege 12 Command Points dafür und habe 60 Infanteristen plus das ganze andere Zeug. Und ich möchte halt so ein paar Modelle mit Flamern drin haben und so, um ein bisschen schnell nach vorne zu kommen, direkt rumzuflamern und so. Also es geht da jetzt nicht um die Panzer. Also vielleicht kommt da ein oder zwei rein oder so, aber die sind jetzt nicht so das Spielentscheidende. Weil mir geht es auch wirklich darum, und da habe ich mich ja auch mal kurz mit dem Michael Gemecke darüber unterhalten, über diese ganze Geschichte und so, weil das Witzige ist, der hat die Liste, mit der angetreten ist, war genau das, was ich mir vorher so gebaut habe, außer die Blood Angels. Die hatte ich halt nicht auf dem Schirm. Und ja, da geht auch so meine Energie jetzt hin, ne? Weil ich habe mit Ultramarines angefangen und die habe ich auch immer weiter gespielt, so, aber ich habe es auch versucht, die dann da einzubauen, aber du kriegst halt einfach nicht den Effekt hin, wie mit diesen Blood Angels, weil die wollen halt einfach nach vorne in den Nahkampf und vor allem können sie es auch, ne? Und Das habe ich schon gesehen, dass sie es können. ja, das macht halt einfach Bock. Und da muss ich mal Aber so gucken. eine reine Blood Angels, da spielt doch kaum einer, Nö, oder? das spielt auch keiner. Absolut nicht. Weil du hast ja die Captains und so und klar, es ist so sanguinische Garde und so ein Kram, aber die können nichts. Also du pickst dir momentan, pickst du dir aus allem irgendwie so das raus, was du brauchst Okay. und fertig. Warum gibt es nur diese Captains bei Blood Angels? Warum nicht Dark Angels oder warum nicht Gibt's überall.
Ja, und warum den identischen Captain gibt es überall. Und warum nimmt man ausgerechnet den Blood Angels? Weil du durch einen Warlord-Trade, durch Relikte und durch spezielle Gefechtsoptionen andere Möglichkeiten hast mit dem. Du hast da Warlord-Trades, die den Schaden der Waffe erstmal flat erhöhen. Mhm. Du hast dann, ich glaube, ein Relikt oder ein Warlord-Trade ist es auch, dass du einen besser triffst. Mit dem Hammer haust du ja immer einen schlechter zu. Der Captain haut dann auf die 2 zu, mit dem Hammer auf 3. Und dann haut er wieder mit dem Hammer auf die 2 zu. Mhm. Und dann hast du einfach geile Gefechtsoptionen. Du rüstest den mit einem Jump-Pack aus, dann kannst du den vom Feld nehmen, und das ist eigentlich die eigentliche Stärke auch. Du nimmst den vom Feld, stellst ihn 9 Zoll weit weg vom Gegner wieder auf und hast 3W6 zum Charge. Und mit 3W6 ist die Chance, dass du einen Charge schaffst, schon gegeben. Ne? Und das ist halt geil. Das kannst du halt nicht mit Ultramarines machen. Hast du schon Ultramarines Blue genutzt? Ja, ne? Ja, hier auf der Scheibe. Okay, dann nehme ich nochmal ein anderes. Du hast doch Shaiish Purple, ne? Das habe ich nämlich nicht. Was machen wir jetzt? Die sind fertig hier. Die zeigen wir euch dann, wenn sie trocken sind hier, würde ich sagen. Ich zeige auch alles, was trocken ist. Wenn es trocken ist. Hast du Shaiish Purple? Weil das habe ich nicht. Warte mal, das war doch... Wo war das? Habe ich das? Wo war das? Ich hatte das hier irgendwo. Ja, ich habe das. Hier, glaube ich. Ah, ich habe es auch. Alles gut. Ich weiß nur nicht, was ich damit machen wollte. Ach, die Bukari. Nee. Hilfe. Was? Marcel, komm raus. Oder ist das dein Nils? Geländer. Oh wei. Oh wei, ja. Jetzt kommt die oben drauf. So, was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich werde jetzt... Wollen wir das Gold, das heben wir uns für wann anders auf hier, ne? Was ist denn jetzt? Guck mal, wie dunkel das ist. Was ist das denn? Shaiish Purple. Das sieht aus wie geronnenes Blut. Das ist echt... Komm, ich mir vor, als ob ich erstmal eine Farbe dann darf. Eieiei. Ich glaube, ich werde den Ultramarine jetzt hier mal blau machen. Das ist halt die Frage, muss man verdünnen, muss man nicht verdünnen. Das nervt mich ein bisschen, diese Frage. Welchen Pinsel hast du für den Marine benutzt? Ich habe komplett alles bis jetzt mit M-Shade gemacht. Okay, dann nehme ich das auch mal. Ultramarine Blue auf den Ultramarine. Weil das, also die Farbe, also der ist jetzt in diesem Bone grundiert und da kommt das jetzt drüber. Das heißt, das muss funktionieren. Also das ist jetzt so eine Sache... Die muss klappen. Ist halt nur die Frage, ob die Grundierung dann die richtige war jetzt. Mischverhältnis mache ich mal 3:4. Ob ich da eine Ahnung habe. So viel knallst du da rein jetzt? 3:4, ja. Also drei... Drei Teile was? Farbe und 4 Teile das Kontrastmedium. Das könnte hier ganz cool werden mit dem Ultramarine Blue. Das könnte wirklich ganz cool werden. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. So. Ja. Hast du es verdünnt? Ne. Welchen Pinsel hast du? M-Shade. Hast du jetzt auch nicht im Shade, okay. Sieht halt auch wirklich mit diesem Bone, es sieht aus, als wäre es jetzt gleichzeitig schon gehighlightet. Ja. Man muss es auch trocknen lassen, das ist auch sehr, sehr wichtig. Weil auch ja, okay. Gut, ja, dann lassen wir es mal trocknen. Dann sind wir fertig jetzt hier. Versuche jetzt auch ein bisschen was freizulassen. Die wichtigen Teile hier. Ich bin mal gespannt, es passt halt überhaupt nicht zu dem Rest meiner Marines hier, was ich hier gerade mache, muss ich echt sagen. Passt überhaupt nicht. Aber gut. Na gut, das ist bei Nörgel bei mir genauso. Ja? Ich habe ganz, ganz dunkles Grün. Ich habe da Incubi Darkness und das gehighlightet mit einem Moon Green. Also das passt null, aber ich wollte einfach jetzt das mal sehen. Ist mir dann wurscht, ob die dazu passen oder nicht. Ja, mir jetzt auch. Ach, bei den Marines ist es auch so, dass die werden, glaube ich, sowieso nie fertig gemacht. Doch, ab heute. Ab heute ist eine neue Revolution Ja, gut.
Das ist meins. Aber das Ding ist ja, Manu, guck mal, du, das klar, alles cool. Aber jetzt guck mal, wie viele Armeen wir schon haben. Hast du jetzt Bock, auf einmal das Bemalschema, was du bereits mit deinen bestehenden Armeen hast, komplett zu ändern, sodass alle Modelle auf einmal anders aussehen? Nein. Also ich mache das nur mit jetzt neuen Armeen. Genau, ich auch. Also ich werde da jetzt nicht anfangen und alles hier auf einmal anders zu bemalen. Obwohl, wenn ich jetzt zum Beispiel... Dann war die Kamera wieder aus. Ja. Dann Pink Horror waren wir stehen geblieben. Ja. Pink Horror. Wollen wir jetzt noch den Abschluss machen oder wollen wir jetzt gleich direkt weiterleiten? Du kannst mal kurz das nochmal sagen, was du gerade gesagt hast. Ja, zum Thema, wir sind jetzt bei Zinsch und Robert hat keinen Bock auf Zinsch, deswegen endet der zweite Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis bald.